Hallo, hier präsentiere ich euch meinen neuesten Herbstkranz. Der Herbstkranz ist aus Naturmaterialien und Kunstblüten entstanden. Er ist ein Unikat, er soll für euch nur so als Anregung dienen, so einen Kranz zu basteln. Ihr könnt natürlich Hortensien, Kastanien, Gräser mit in so einen Kranz einarbeiten. Probiert's mal aus, viel Spaß dabei! So, hallihallo, ich bin wieder da. Nach einer schönen Sommerpause werde ich jetzt mal wieder ein bisschen basteln. Heute möchte ich einen Herbstkranz basteln, und zwar mit Naturmaterialien und Kunstblüten. Also, ich habe zwei Materialbilder, dies ist das erste. Ich habe jetzt mal so einen Strohkranz benutzt, der hat einen Durchmesser von 35 cm. Der ist natürlich immer ein bisschen günstiger, als wenn ich einen anderen Kranz verwende. Den Kranz habe ich hier mit einem Filzband, die gibt es in verschiedenen Breiten. Hier habe ich so ein restbreites Band benutzt, umwickelt. Der Rest fehlt natürlich noch. Dann brauche ich eine Schere und einen Seitenschneider. Hier habe ich Kunstblätter, so schöne Herbstfarbenblätter. Dann habe ich Äste gesammelt, die so ein bisschen mit Moos besetzt sind. Und dann brauche ich auf jeden Fall den Heißkleber. Also, dies ist das erste Bild, das zweite folgt jetzt. Dieser Kranz soll ja nur als Anregung dienen, wie man ihn so gestalten kann. Wie meiner nachher aussieht, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Und ob ich mein ganzes Material gebrauche, das sehe ich dann beim Basteln. Also vorgesehen sind zum Beispiel, ich habe mir hier Blüten gekauft, so schöne verschiedene. Die habe ich bei Woolworths gefunden. Dann hier so kleine, das sind so Styroporkugeln, die sind so angesprüht. Das ist natürlich Kunstmaterial. Dann habe ich hier mir Bündel so zusammengebunden aus kleinen Äststücken. Dann habe ich hier Mohnkapseln, die habe ich gesammelt. Federn, da könnt ihr alle möglichen Federn nehmen. Holzkugeln habe ich noch in meinem Sortiment. Dann habe ich hier Kiefernzapfen. Baumscheiben könnt ihr oder Astscheiben könnt ihr verwenden, kleine. Vielleicht habt ihr auch Äste im Garten, wo ihr Scheiben von abschneiden könnt. Dann habe ich hier so Lampignonblüten. Und hier habe ich eine Tüte gekauft, da sind verschiedene Holzkugeln drin. Das weiß ich noch nicht, ob ich die verwende, das muss ich gucken. Eventuell benutze ich auch kleine Metallherzchen. Und was mir sonst noch zwischen die Finger gerät, wenn ich mal spazieren gehe oder so, dann könnt ihr vielleicht noch Kastanien oder Hagebutte mit einarbeiten. Aber das bleibt euch ganz überlassen. So, ich lege dann gleich mal los. So, jetzt umwickle ich meinen Kranz weiter mit diesem Filzband. Wer kein Filzband hat, der kann auch den Kranz mit einer Wolle umwickeln oder mit einem aus Futterstoff geschnittenen Band. Also eventuell aus Papierbändern. Da müsst ihr mal schauen, was ihr so da habt. Ich habe jetzt dieses so als Rest noch da. Das verwerte ich jetzt hierfür. Das geht vor allen Dingen ruckizucki. Also dieses Band war breiter. Hier habe ich jetzt nur noch was von dem schmalen über. Aber das vom Ton ist das ja ähnlich. So, das entwickle ich jetzt nur noch hier so. Dann drehe ich den Kranz mal um. Dann habe ich ihn auch von beiden Seiten, von der Vorder- und Rückseite schön gestaltet. So. So, der Kranz ist fertig. Jetzt fange ich mit den großen Blüten an. So, dann nehme ich mir jetzt mal den Seitenschneider und trenne zunächst hier die Blüten von dem Stiel ab. So. Die sind natürlich so sehr hoch, ich kann die Blätter erst abmachen, wie ihr seht. Und das hier noch kürzen. So, die Blätter nehme ich nachher zur Dekoration. Ich setze als erstes mal die Blüten auf. So, die dekoriere ich jetzt mal, das halte ich jetzt mal so einen Augenblick fest. So, und dann schaue ich, dass ich so diese großen Blüten rundherum gleichmäßig verteile. Man kann natürlich auch hingehen, das so machen, dass ich auf einer Seite viele von diesen Blüten nehme, dann ist das so ein richtiger Eyecatcher
Wie ich es mache, weiß ich noch nicht genau. Ich schaue jetzt mal, ich glaube so zwei zusammen. Sieht ganz gut aus. Das mache ich mal. Und dann muss ich nachher auch probieren, wie es mir so am besten gefällt. Ihr könnt das auch wunderschön mit Sonnenblumen machen. Dann könnt ihr das Band rundherum vielleicht sogar in einem dunkelbraun gestalten. So, hier habe ich jetzt so die einzelnen Sachen, die ergänze ich dann so dazu. Also wie ich das jetzt gestalte, ich zeige euch gleich mal immer so Zwischenschritte. Dann kann ich, weil ich auch immer noch die Sachen ausprobiere, dann zeige ich euch mal immer zwischendurch, wie weit ich schon bin. So, das passt da ganz schön hin. So geht's dann weiter. Wie ihr seht, habe ich die großen Blüten jetzt so schön zusammengepackt. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Die kleinen Sachen, wie hier die Mohnkapseln oder die Lampignonblumen oder hier so dieses Bündel von Zweigen oder selbst die Kiefernzapfe, die setze ich jetzt hier weiter drauf, dass hier so eine Erhöhung ist und hier arbeite ich jetzt mit den kleineren Sachen weiter. Der Kranz ist soweit fertig beklebt. Ich muss jetzt nur noch diese lästigen Klebefäden überall absuchen. Also, was ich noch sagen wollte, diese großen Kugeln, da habe ich nur eine einzige von benutzt, die sind doch ein bisschen sehr groß. Die gibt es auch in kleiner. Hier vorne, da klebt eine, die anderen wären zu groß für den Kranz gewesen. Was eine super Sache war, sind diese Teile. Das sind so Styroporblüten gewesen, die sind so angesprüht. Wie gesagt, die habe ich auch bei Woolworths gekauft. Die kann man schön in diese Lücken stecken. Und was ganz toll ist, die habe ich vom Depot. Das sind Holzperlen, die haben keine Öffnung, also Kugeln eigentlich. Die kann ich überall zum Schluss, wo ich dann denke, Mann, da ist noch eine Lücke, zum Beispiel hier oder so, dann klebe ich die da einfach ein. Und dieses Hellgrün frischt das Ganze so ein bisschen auf. Ansonsten bin ich mit meinem Kranz ganz gut zufrieden. So, ich zeige euch noch mal kurz, was ich in den Kranz allgemein eingearbeitet habe. Das sind hier erstmal die großen Kunstblüten, die sehen aus wie Dahlien. Dann habe ich hier so ein Herz, ein Metallherz. Hier sind die Mohnkapseln. Dann habe ich hier Blüten, Blätter in Kunst. Hier habe ich diese kleinen Styroporkugeln. Hier in der Mitte oder hier am Rand und auch sonst hier am Rand habe ich die Kiefernzapfen eingesetzt. Hier ist einmal das Bündel mit dem Holz, hier sind einfach Blüten und wenn ich jetzt rumgehe, sehe ich hier noch, wie gesagt, die Kugeln, kleine Holzscheiben, Blätter in Kunst, dann diese roten Lampignonblüten, kleine einzelne Kunstblüten und dann wiederholt sich das so ein bisschen. Hier habe ich noch die Federn eingesteckt. Ja, hier ist noch ein Zweig, ein kleiner. Hier ist das Herz wieder in Metall. Ja, schaut mal, was ihr so alles habt und verwenden könnt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ein Daumen nach oben wäre toll. Bei einem Abo erfahrt ihr natürlich, wenn ich ein neues Video ins Netz gestellt habe. Ansonsten stöbert mal in meinen vielen Videos, die ich ins Netz gestellt habe. Dort findet ihr bestimmt etwas, was zu euch passt. Bis dann, eure Angelika Kipp.